Moin und willkommen bei Gradwerk Pfalz. Heute zeigen wir euch, wie man die Tankembleme der DB200 zerstörungsfrei demontieren kann. Ich muss raus! Denn viele scheinen die Embleme abzubohren, was dann in Beschädigungen wie hier an diesem Emblem endet. So etwas kommt mit unserer Methode nicht vor. Es wird eine ca. 1,5 mm dünne Aluplatte benötigt. In diese muss eine Bohrung vom Durchmesser des Kerbnagelkopfes gesetzt und etwas angesenkt werden. Dann wird die Platte auf den Kerbnagel gesetzt und gut runtergedrückt, während etwas Material auf den Kopf aufgeschweißt wird. Sobald etwas über die Bohrung steht, kann eine Schraube aufgeschweißt werden und der Zughammer macht dann den Rest. So macht man das dann bei allen vier Kerbnägeln und sogar bei bereits ausgebohrten Kerbnägeln ohne Kopf hat es funktioniert. Nun können die Embleme und der Tank aufgearbeitet werden, ohne dass die Embleme oder der Tank beschädigt wurden. Und damit war es dann für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, weitergeholfen. Lasst einen Daumen, ein Abo und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Gradwerk Pfalz.